Kommen wir zum zweiten Video über die Immunologie und hier haben Sie nochmals als Repetition die wichtigsten Player bei der unspezifischen Abwehr, die Monozyten und Granulozyten. Bei der spezifischen sind es die Lymphozyten. Humoral, das waren eben unsere Proteine, unsere Abwehrproteine. Bei der unspezifischen waren es Komplement und bei der spezifischen sind es Antikörper. Nun, jetzt machen wir ein bisschen Sinn daraus. Und zwar machen wir jetzt ein Beispiel und nehmen wir mal an, hier ist ein Bakterium und wir schürfen uns die Haut auf. Die Haut geht kaputt und das Bakterium kann jetzt hier hinein und teilt sich jetzt wie verrückt und macht die Umgebung kaputt. Also die erste Barriere, die Haut ist nun kaputt. Was passiert nun? In einem zweiten Schritt haben wir hier ein Blutgefäß in der Nähe. Wir haben ja überall Blutgefäße und jetzt kommen hier Granulozyten oder Monozyten. Das wären unsere unspezifische Abwehr, unsere Monozyten und Granulozyten. Das ist unsere zweite Abwehrwelle. Die kommen jetzt, die werden jetzt angelockt durch diese Bakterien, die hier drin sind. Also die schütten irgend Substanzen aus, diese Bakterien. Und die Granulozyten und Monozyten, die merken das und kommen jetzt hier aus den Gefäßen hinaus und kommen diese Bakterien auffressen. Wenn es nur ein Bakterium war und der Granulozyt fraß dieses Bakterium, dann ist das Ganze vorüber. Und dann ist die Infektion ausgeschaltet. Und dann haben wir ja bei der unspezifischen Abwehr gesagt, eben, das sind die Monozyten und Granulozyten. Also wieso zwei Zellen? Normalerweise sind die Granulozyten, die zuerst da sind und dann kommen dann noch die Monozyten. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Sie müssen einfach wissen, das sind die ersten Zellen, die hinauskommen und angelockt werden und somit fressen die Bakterien auf und machen sie unschädlich. Und dann gibt es noch weitere Produkte. Wir haben ja schon gesagt über dieses Komplement. Was ist das Komplement? Kein Kompliment, sondern ein Komplement mit E. Und die, wie Sie wissen, werden ja in der Leber produziert. Die Proteine werden in der Leber produziert, das Komplement. Und das ist jetzt auch in der Blutbahn. Das ist auch ein Teil des Blutes. Wir haben ja vorher gesehen, das ist alle die Bestandteile des Blutes und das Komplement ist eben auch ein Teil des Blutes. Und das passiert jetzt. Die können jetzt auch angelockt werden. Das sind jetzt Proteine, die überall hin fließen und jetzt hier, wenn es Bakterien hat, an dieses Bakterium anhaften können. Also diese kleinen Ks, das ist alles Komplement. Das sind Komplementproteine. Und was machen die? Die können verschiedene Sachen machen. Die können zum Beispiel diese Granulozyten und Monozyten anlocken, besser anlocken. Sie können zum Beispiel auch das Bakterium unschädlich machen, indem sie diese Proteine das Bakterium zerstören. Also es gibt verschiedene Varianten, wie Komplement diese Bakterien zerstören können. Also, wenn das alles gut geht, wenn die Bakterien vom Komplement und von den Granulozyten und Monozyten aufgefressen werden und zerstört werden, dann haben wir diese Bakterien besiegt und wir werden nicht krank. Und sagen wir jetzt mal, okay, jetzt ist dieses Bakterium, jetzt kommen wir zu einem zweiten Beispiel. Also das war jetzt ein Beispiel für, dass die erste Barriere kaputt ging, die Haut ging durch einen Schnitt kaputt und jetzt kam das Bakterium hinein und es gibt jetzt zwei Arten, wie das Bakterium neutralisiert werden kann, nämlich entweder durch Granulozyten und Monozyten oder durch das Komplement. Also die erste Abwehrwelle ist eben die unspezifische Welle, welche eben zellulär die Granulozyten und Monozyten sowie das Komplement, welche die Bakterien ausschalten. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Nehmen wir an, hier als zweites Beispiel haben wir hier die Bakterien. Wieder die Haut ist kaputt gegangen. Die Bakterien sind jetzt in der Haut und sie vermehren sich jetzt sehr, sehr schnell. Und hier haben wir unsere Komplementproteine und unsere Granulozyten sowie Monozyten. Die kommen nicht klar. Es sind viel zu viele und es gibt eine große Entzündung dort. Es ist sehr viel am Laufen. All diese Player, auch unsere eigenen Zellen, die schütten jetzt Substanzen aus, welche eine Riesenentzündung machen hier. Und jetzt sehen wir, die erste und zweite Barriere ist durchbrochen.
Also sie kommen jetzt nicht klar. Es war jetzt nicht so ein einfaches Beispiel wie hier, wo die Granulozyten das Komplement dieser Bakterien auflösen konnten. Sondern jetzt geht es einen Schritt weiter. Die erste, zweite Barriere ist durchbrochen. Jetzt kommt eben die sogenannte spezifische Abwehr. Wenn wir uns zu Gemüte führen, was das waren unsere Lymphozyten und unsere Antikörper. Und jetzt wollen wir schauen, wie das Ganze funktioniert. Und das Ganze ist etwas komplex. Sie haben hier gesehen, da rot, das sind unsere Blutgefäße. Und hier haben jetzt ganz, ganz viele Bakterien, die sich rasant vermehren und wir haben nur noch ganz wenige. Wir haben ganz wenige Granulozyten und Monozyten, die kommen jetzt hier nicht klar mit diesen. Das Komplement kommt nicht klar. Wissen Sie noch, was das Komplement gemacht hat? Das Komplement war wichtig, um zum Beispiel das Bakterium schmackhaft zu machen, damit die Granulozyten diese Bakterien etwas besser fressen können. Oder auch Komplement selber konnte die Bakterien kaputt machen. Mehr müssen Sie dazu nicht wissen. Aber das Wichtige ist jetzt, dass Bakterien, wenn es so viele Bakterien wird, können die in sogenannte Lymphgefäße hineingehen, in die Lymphe. Oder auch unsere Zellen, unsere Monozyten oder Granulozyten, die gehen in die Lymphe, wenn sie nicht sehr stark genug sind. Und was ist jetzt dieses Lymphgefäßsystem, also unsere Lymphgefäße, was sind das? Und dazu möchte ich kurz einen Exkurs machen. Sie haben hier das Herz und das Herz pumpt jetzt Blut im Gefäßsystem, zum Beispiel ins Bein hinunter. Und im Bein, weil es ja hier einen riesen Druck gibt, dann filtriert es Wasser aus dem Gefäßsystem hinaus. Also Wasser und Nährstoffe kommen so zu den Zellen. Das ist auch sinnvoll so. Und jetzt sehen Sie, dass Wasser hinausgeht. Und wenn das ständig passieren würde, würde das ganze Wasser aus dem Blutsystem hinausgehen und wir hätten kein Volumen mehr. Das wäre ja nicht gut. Und damit das Wasser wieder zurückresorbiert werden kann, gibt es eben Albumin und das war im letzten Kapitel das große Thema. Und falls Sie das nicht mehr wissen, wie das funktioniert, wie Albumin das Wasser zurückresorbiert, dann gehen Sie das wieder schauen. Und zwar ist es folgendermaßen. Es gibt jetzt Wasser, es geht etwa 20 Liter Wasser pro Tag insgesamt aus den Kapillaren ins Gewebe hinaus und 18 Liter werden durch Albumin wieder zurückresorbiert. Jetzt sehen Sie, dass 2 Liter pro Tag hier im Interstitium bleibt und nicht zurück ins Gefäßsystem kommt. Und wenn das jetzt ein paar Tage lang dauert, haben wir irgendwann auch kein Wasser mehr im Blutgefäßsystem. Und daher braucht es jetzt wieder einen weiteren Mechanismus. Und dieser Mechanismus, das sind eben unsere Lymphgefäße. Diese 2 Liter pro Tag, welche hier im Interstitium verweilen und einfach hier sich ansammeln würden, die werden jetzt von den Lymphgefäßen aufgenommen. Die Lymphgefäße, die beginnen blind. Also das sind einfach so Öffnungen, welche Wasser anziehen. Und das sind etwa 2 Liter pro Tag, welche von der Lymphe aufgenommen werden. Und wo gehen jetzt diese Lymphgefäße hin? Und Sie sehen hier schon ein klinisches Korrelationsbild, dass jetzt zum Beispiel, wenn die Lymphgefäße verstopft sind, dann können diese 2 Liter pro Tag nicht trainiert werden und somit gibt es Ödeme. Also daher macht man auch Lymphdrainage, falls man hier die Lymphgefäße zu sind. Wo gehen jetzt diese Lymphgefäße hin? Hier haben wir nochmal diese Lymphgefäße und die drainieren jetzt all das Wasser sowie unsere Bakterien oder Zelltrümmer, alles Mögliche wird hier drainiert, was im Interstitium nicht lange sein sollte. Und diese gehen jetzt hier in sogenannte Lymphknoten hinein. Und von diesem Lymphknoten gehen jetzt weitere Gefäße in einen weiteren Lymphknoten. Also das sind verschiedene Lymphknoten, die nacheinander geschaltet sind. Und hier sehen Sie dann ein großes Bild, also das wäre ein Mensch, das ist der Kopf, das ist der Arm und das ist der Körper. Und Sie sehen hier beim Arm hier ein Lymphgefäßsystem und hier die verschiedenen Lymphknoten. Und Sie sehen hier, dass das Lymphgefäßsystem hier in die verschiedenen Lymphknoten geht und schlussendlich irgendeinmal hier in unsere Venen zurückfließen. Also somit haben wir unsere 2 Liter, welche hier verloren gegangen sind,
haben wir wieder zurückgebracht in unser Lymphgefäßsystem. Und wieso habe ich jetzt Ihnen das alles gesagt? Das Wichtigste sind diese Lymphknoten. Und die Lymphknoten sind wichtige lymphatische Organe, das bedeutet, das sind wichtige Immunsystemorgane. Und die Lymphknoten, das ist jetzt dort, ich habe hier nochmals einen Lymphknoten gezeichnet, hier sehen Sie nochmals unseren Monozyt. Und das Bakterium, weil es so viele Bakterien hat, werden die jetzt hier ins Lymphgefäßsystem hinein transportiert und gelangen nun in einen Lymphknoten. Was passiert im Lymphknoten? Wir haben hier andere Zellen. Und diese Zellen, das sind unsere Lymphozyten. Und diese Lymphozyten, die sind etwas speziell, die wandern im ganzen Körper herum und können, wenn sie wollen, immer in einen Lymphknoten gehen, ein bisschen verweilen und dann wieder zurückfließen und in den nächsten Lymphknoten gehen. Das ist Ihre Aufgabe. Und was machen die jetzt genau dort? Sie haben hier gesehen, das Bakterium und der Monozyt, die gelangen jetzt in diesen Lymphknoten hinein. Und jetzt gibt es hier verschiedene, ganz, ganz viele Lymphozyten. Und diese Lymphozyten, jeder von diesen Lymphozyten ist spezialisiert für ein Bakterium. Und nehmen wir mal an, diese Lymphknoten hier ist jetzt zuständig für dieses Bakterium, welches uns jetzt Probleme macht. Und dieser Lymphozyt, der wird jetzt aktiviert via dieses Bakterium und diesen Monozyten. Und wenn dieser Lymphozyt aktiviert worden ist, dann wird er schön aktiviert und und als erstes wird er sich teilen. Er wird aktiviert und teilt sich, damit es sehr viele Kopien von ihm gibt und somit kann der in dem Sinne das Bakterium angreifen, weil alleine ist er nicht stark genug, daher muss er sich teilen. Und all diese Lymphozyten, die produzieren jetzt sogenannte Antikörper. Also wir haben jetzt hier von unserer Tabelle gesehen, unsere Lymphozyten haben wir angesprochen und Antikörper. Und die Lymphozyten, wenn sie aktiviert werden, teilen sie sich und stellen Antikörper her. Und was machen die jetzt? Die machen jetzt einen spezifischen Angriff. All diese Antikörper, die gehen jetzt ins Blut. Und im Blut fließen die jetzt herum und gelangen so an den Ort, wo die Bakterien zuerst hineinkamen. Also ganz am Anfang dort, wo wir den Schnitt hatten. Und dort können sie, also diese Antikörper binden jetzt ganz spezifisch an diese Bakterien und sonst nirgendwo, weil es eben ein spezifischer Angriff ist, weil eben dieser Lymphozyt, der sich hier aktiviert hat und sich geteilt hat, der ist ganz, ganz, ganz spezialisiert für für dieses Bakterium und diese Antikörper, die binden jetzt hier an die Bakterien und machen sie so unschädlich. Was machen die Antikörper? Eigentlich etwas Ähnliches wie Komplement. Eigentlich ähnlich wie hier, wie das Komplement. Es macht eigentlich den anderen Zellen die Bakterien noch schmackhafter. Also wie ein bisschen Sahne auf die Bakterien streichen, sodass die Bakterien schlussendlich sehr, sehr schmackhaft werden und somit insgesamt eliminiert werden. Das ist eigentlich der Sinn der Antikörper. Also. Jawohl, also jetzt haben Sie eine Riesenreise gesehen, aber Sie sehen, wir haben jetzt alle diese Player miteinander angeschaut und wir werden dann in den nächsten Videos das immer wieder anschauen. Diese verschiedenen Beispiele, das waren jetzt sehr wichtige Beispiele und wenn Sie diese begriffen haben, haben Sie eigentlich das meiste schon begriffen.